So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal, und zwar City Bus Manager. Ja, das Spiel ist, glaube ich, wann rausgekommen? Ich glaube, vorgestern, ne? Und vor, ja, am 8. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber wir spielen die Early Access 1.0.1. Wir können entweder spielen in Afrika, Asien, Australien, Ozeanien, okay, Russland, Südeuropa, Mitteleuropa, Osteuropa, Nordeuropa, Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika. Wir spielen natürlich in Mitteleuropa, in Deutschland werden wir spielen. Wir werden erstmal ein neues Spiel anfangen. Deutschland. Ich weiß mal, was wir hier auswählen können. Minden. Gibt's auch Osnabrück vielleicht? Ne, dann nehmen wir Minden. Ah, hier. Ciao! Osnabrück? Wir sind Großstadt. Normal bin ich. Ja. Spiel starten. Boah, geil. Ich bin richtig gespannt auf das Spiel. Ach, da steht ja schon einer. Ah, das ist ein Ladebildschirm. Sehr gut. So, Ladegebäude. Zufrieden Mitarbeiter fördert schnell eine Gehaltserhöhung. Gehaltserhöhung. Gibt's nicht. Ah. Boah, ne. Ne. Das gibt's ja nicht. Sparkasse Osnabrück? Nein. Deichmann? Nee, ich suche eigentlich die Stadtwerke. Hauptschule Innenstadt. Katharinenkirche. Ich muss mich aber jetzt zurechtfinden. Wo ist überhaupt was? Theater, da ist der Dom. Der Schule. Kann ich hier irgendwas suchen? Osnabrücker Altstadt? Müsste das hier der Bahnhof sein? Nee. Doch, das kann nur der Bahnhof. Oder mal. Doch, das müsste der Bahnhof sein. Klinikum Osnabrück, guck mal. Dann würde ich sagen, wir setzen uns hier hinten ans andere Ende der Stadt. Hier hin. Oh. Ich starte dein noch leeres Service Center mit mindestens einem Service-Schalter aus. Ah. Service Center. Service Schalter kannst du bei Bedarf durch Anklick öffnen oder schließen. Zwei Sitzmöglichkeiten. Service Center. Da würde ich sagen, komm hier die zwei Stühle hin. Ein Informationsmonitor. Kommt hier hin.
Egal, eigentlich auch einer. Aquarium brauche ich gleich eigentlich nicht. Hier ist Service-Schalter. So. Baue einen Flur, Mindestgröße. Einen Flur. Mindestgröße 5x3. Nochmal. Das muss schön aussehen. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier einen Flur hin. Genau, so. Büro. Das Büro würde ich sagen, in die Richtung, guck mal. Da ist die Einfahrt. Dann würde ich hier gerne die Stellplätze hinmachen und dann würden wir, so würde ich sagen, dass wir hier in der Richtung weiterbauen. Büro. Ja, 6x4, das reicht auch. So. Haustisch Confess, baue platzieren einen Schreibtisch, genau. So, der Schreibtisch kommt hier immer schön so mitten in den Raum. Haben wir vielleicht irgendwo einen bequemeren Stuhl? Nö. Ach halt. Wie kann ich denn? Den gerne wieder hier. Dann würde ich auch den hier gerne wieder löschen. So, brauchen wir nicht. Ja. Ich jetzt zwar nicht so ganz, aber ach, ein Steh. Würde ich sagen, kommt hier hinten die Sitzbelegung. Ach so, das ist ein Steh. Wow. Okay. Oh. Aber okay, solange wir noch keinen Drucker brauchen. Eine Küche. Genau. 4x4. Passt doch. Da muss man ja irgendwie. Huch. War gerade eine Mücke. Die muss ich gleich mal suchen gehen. So, ich will mal, also, ich glaube, man muss da ja nicht unbedingt reingucken. Einen Kühlschrank, der kommt hier hin. Getränkeautomaten. Getränkeautomaten. Ah, ja. Ja, go. Na, Badezimmer bauen. Da müssen wir
Obwohl, dann können wir hier noch weitergehen. Können wir den Flur hier noch weitermachen und dann da hinten. Ich werde den immer noch ein bisschen verlängern, den Flur. Ja, oder komm, das Badezimmer können wir auch hier hinbauen. Drei mal drei. So. Oh, da muss noch nicht, wirklich nicht jeder reingucken. Ein Waschbecken hätte ich doch aber sehr gerne. Deine ersten Busse. Warum mindestens ein zweites Stück Straße? Hä? Ah. Auf deinem Gelände ein. Einstellplatz. Weiter Stellplatz, so. Kleine Busse würde ich sagen, reichen erstmal. Obwohl. Halt. Dann würde ich sagen, wir kaufen. Ach so, guck mal, der Paar. Ah. Ex. Zwei Busse. Parkplatz. Ah, hier. Ein Sprinter. Das soll ein roter Bus werden. Und dann nehmen wir noch so einen. Ja, der gefällt mir. So. Platziere im Flur oder in der Halle. Zwei Busfahrer. Ah. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fünf, sechs, so. Ach ja, steht, ach, ich bin auch so doof. Busfahrer, wen haben wir denn hier? Freundlichkeit, also ich muss sagen, zuverlässig. Hier. Und dann würde ich sagen, wer ist noch der am freundlichsten?
Dann würde ich sagen, das ist teuer. Dann würde ich sagen, wir nehmen doch den hier. Oh, Mechaniker. 1360, 312. Oh ja. So, ein Forscher. 10. Das ist der perfekte Preis hier. Eine Reinigungskraft, die ist 12,80. Oh hier, 10,90. Und ein Service-Mitarbeiter. Hier 10. 11. Ich glaube, hier müssen wir doch. Hier nehmen wir doch mal einen teuren. Eine Tankstelle. Ah ja, Tankstelle. Und eine Waschanlage. Eine Hebebühne. Genau darum. Genau, Lagerraum. Hier mal 4. So, öffne die Karte. Neue Linie. Dann würde ich sagen, dass hier irgendwo die eigene. Würde ich sagen, dass hier die erste. Gar nicht. Dann ist hier noch eine. Hier. Hier. Berufsschulzentrum, das ist ganz wichtig. Nein. Und vielleicht noch hier. 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 Klinikum hier. Nehmen wir mal beide. Obwohl, einer reicht. Dialysezentrum. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Okay, mit 10 Gammel ein. Einmal schön quer durch die Stadt. Das ist auch richtig schöner. Oh ne, dann ist Dialysezentrum oder die Endhaltestelle. Alle. Ja, alle 30 Minuten reicht Fahrintervall. Ja, es reicht. Erste Fahrt ist um 4 Uhr, letzte Fahrt um 22 Uhr. Bestätigen. Fangen wir mit der an. Ich bin mal gespannt. Um die Ticketpreis. Ah. Tickets. Kurzstrecke, ja, 1,80. Einzelfahrschein, 2,80. Tageskarte 57, 28, so. So spulen hier. Das so, ja, was, ja, sehr gut, danke. Bin mal gespannt, wieder, ob das hier so, los, komm, wir brauchen Fahrgäste. Mein reicht ja immer noch locker. Oh, warte, da will ich schon einer. Langsam wird's mehr hier. Ja, haben wir schon 30 und 7 verkaufte Fahrscheine. Hey, wir werden ja reich. Wir werden der reichste Busfirma der Welt. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob wir die Städte wechseln können irgendwann.
So, 15:12 Uhr verkaufte Fahrscheine. Yay. Was ist eigentlich? Von Fahrgästen eingegangen. Oh. Bin mal gespannt, wann wir die ersten Bewertungen kriegen. Nur eine Sache hat mich ein bisschen verwundert am Anfang. Vielleicht war ich auch zu doof, weil ich konnte den Namen meines Unternehmens gar nicht auswählen. Oh. Wer ist es denn? Ah, 6 Uhr. Oh ja. Mal darüber sehen, wie viele warten. Der größere der Linien next. Würde ich sagen, jetzt würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like, damit es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssikowski.